Stardew Valley, der Landwirtschaftssimulator Story of Seasons. Die virtuelle Landlust flaut nicht ab. Schuld an all dem hat die Harvest Moon-Reihe. Auch im mittlerweile 28. Teil der kinderfreundlichen Bauersucht-Frau-Liebe-Lebenssinn-Simulation sollen sich 3DS-Besitzer um die Viehzucht kümmern, den eigenen Boden beackern, angeln, Erze schürfen, sich in die Dorfgemeinschaft einfügen und eine Familie gründen. Der besondere Dreh von Dorf des Himmelsbaumes? Bevor das verdorrte Land wieder aufblühen kann, muss der kleine Held die 7 legendären Himmelsbäume erwecken. Leider erweist sich das Ganze als äußerst zähe Angelegenheit. Die ersten Stunden gleichen einem nie endenden Tutorial. Weltraumtaktik mit Anspruch und Retro-Charme. In The Long Journey Home schickt Daedalic Entertainment den Spieler auf eine Odyssee durch ferne Planetensysteme. Das Ziel? Gesund und munter zur heimischen Erde zurückzukehren. Aber das fordert Geschick, Köpfchen, Kombinationsgabe, Nervenstärke, exotische Materie und, zumindest anfangs, viel Geduld. Denn die 118.000 Lichtjahre lange Reise erweist sich als Sammelsurium der Spielideen. Und in jedem Fall als einmalig. Getroffene Entscheidungen können nicht rückgängig gemacht werden. Es gibt nur einen fortlaufenden Speicherstand und viele Game Overs. Aber mit jedem Anlauf wird man besser. Namco Speed'em Up-Reihe Tekken steigt erstmals auf der aktuellen Konsolengeneration in den Ring. Über 35 furchtlose Kampfsport-Gladiatoren, darunter charmante Neuzugänge und ein Gaststar aus der Street Fighter-Konkurrenz, stellen sich zum Duell, um einmal mehr die eiserne Faust zu krönen. Ein knackiger Story-Modus rund um die Mishima-Familienfehde, brachiale Rage-Arts, Spezialattacken, neue Block- und Kontermanöver und hunderte freischaltbare Extras im Treasure-Kampf sorgen dafür, dass man der spektakulären Superheldenprügelei Injustice 2 halbwegs auf Augenhöhe begegnen kann.